Moin Leute, hier ist euer Beschix und willkommen zu einer weiteren Folge von Bully die Ehrenrunde im 100% Guide. Ja, ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, dass wir mit der Mission oder mit einer der Missionen weitermachen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir jetzt in diesem Part alle Kleider kaufen, also von allen Läden, die es so gibt. Und im nächsten Part machen wir dann noch alle Nebenmissionen, also diese 50 Stück, die es da gibt. Das gibt es dann im nächsten Part, bevor wir dann zu den letzten beiden Missionen kommen und natürlich auch dem großen Finale. Ja, das mache ich jetzt einfach nur aus dem Grund, weil ich das dann nicht wieder splitten will. Also jetzt wieder eine Mission, dann wieder 100% Guides und dann erst das Finale. Sondern ich will das jetzt abschließen, damit wir dann schön das Finale zocken können. Und eine 100% Guide-Mission gibt es halt leider erst nach dem Ende, aber das ist halt leider so. Aber damit wir jetzt einfach mal durchziehen, deswegen machen wir jetzt als erstes mal diesen 100% Guide. In der Schule findet ihr nämlich hier gleich rechts einen Kleiderstand. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Kleider wir haben, das müsste eigentlich hier im allgemeinen Abteil stehen. Gegenstände, besorgte Kleidungsstücke haben wir 74 und es gibt insgesamt 335 Stück. Ist eine ganze Menge Holz. Mal gucken, was wir hier so alles kriegen. Also wir gehen hier alles mal einfach mal durch. Das sind wir gerade und wir kaufen alles von oben bis unten durch. Als erstes haben wir das Bullworth Cap Team. Dann das Cap Grün. Die Bullworth Schirmmütze Classic. Auch ganz cool. Bullworth Schirmmütze Grün. Bullworth Schirmmütze Rot. Und das war's schon an den Hüten. Weiter geht's mit dem Oberkörper. Das Bullworth T-Shirt Grau. Bullworth Polohemd 3,50 Euro. Also es kostet wahrscheinlich alles 3. Ach nee, hier unten kostet alles 2 Euro. Na gut. Aber das Polo finde ich auch ganz cool. Team Polohemd. Team T-Shirt. Team Basketball Trikot Weiß. Cool. Dasselbe Trikot in Rot. Und in Blau. Dann in Hoodie in Grau. Finde ich auch ganz cool. Ja, da hat Stil. In Blau sieht er auch ganz cool aus. Team Zip Up. Okay. Bullworth Zip Up. Grün. Astronomie Club Polunder. Ah, das sind die Grünen. Alles klar. Schulpullover. Bullworth Letterman Jacket. Die finde ich ja spitze. Okay, die können wir eigentlich tragen. Das Sport Jacket. Und das war's schon. Ich gehe jetzt nochmal alles durch, ob wir jetzt alles gekauft haben. Aber ja, sieht gut aus. Hier am Kopf auch alles gekauft, ne? Ja. So, dann linker Arm. Team Schweißband. In Rot und jetzt, in Blau und jetzt in Rot. Dann in Weiß. Und das war's. Rechter Arm, auch wieder ein Schweißband. Wahrscheinlich nochmal dieselben, oder? Ja. Und jetzt genau dieselben. So, in Hosen haben wir die Schulshorts. Warte mal, ich nehme mal was anderes. Ich will eigentlich hier die Letterman Jacket. Ja, die fand ich am geilsten. So, das sind die Schulshorts. Bullworth Turnhose blau. Dieselbe in weiß. In rot. Und das war's auch schon bei den Hosen. Dann haben wir noch andere Schuhe, die wir anziehen können. Turnschuhe. Billige Abendschuhe. Und das war's auch schon. Und Outfits können wir jetzt nichts machen. Okay. Also nochmal alles gucken. Hier hatten wir jetzt alles. Hier hatten wir auch alles. Okay. 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 Und okay. Gut. Ja, jetzt wird uns noch alles angezeigt, was wir gekauft haben. Und wir haben jetzt Klamotten insgesamt 106. Ja, da fehlen noch einige.
Gut, sehen wir uns gleich beim nächsten Laden wieder. Der nächste Laden ist hier im Aqua Barrier. Und da gehen wir mal rein. Hallöchen. Ja, na klar, ich will deine ganzen Klamotten kaufen. So, was haben wir denn hier Schönes? Luxury Statute Grau. Derselbe in Braun. Naja, ist schon wesentlich teurer. Oh, das sieht cool aus. Panama-Hut. Pork-Pie-Hut. Zylinder. Edel. Und das war's bei den Hüten. Oberkörper. Aquaberry-Pulli. Ach so, das ist ja von den reichen Schnöseln. Ah, Mensch, Jimmy. Du kannst aber auch gut aussehen. Mit Hemd sieht doch gar nicht so schlecht aus. AB Polohemd schwarz. Huch. Ja. Polohemd blau. Geht's weiter? Sweater purpur. Oh, das sieht auch ganz cool aus. Sweater Wald. Ja, gut, das gefällt mir jetzt nicht. Urban Parade, Parrot Sweater. Ah, ich finde es mega cool, ne, dass es hier so viele Klamotten gibt, also. Boah. Ah, okay. Gleich ein Detektiv hier, unser Jimmy. Smoking Jacke, also wie teuer ist denn das alles hier? Okay, das war's schon. Hier oben hatten wir ja auch alles, ne? So, linker Arm. Uhr in Gold. Warte mal, da müssen wir aber... ein Polohemd mal anziehen. Boah, geile Rolli hat er jetzt. Uhrstahl. Silber. Ach ne, hier haben wir die silberne. Ja, gibt's jetzt eigentlich keinen Unterschied, oder? Ja, doch ein bisschen. Weißgold. Ah, und dasselbe bestimmt auch nochmal von den anderen. Armreif. Ah, ein Armreif. Silber. Stahl. Onyx. An Hosen haben wir die Freizeithose grau. Und schwarz. Wobei das noch nicht mal schwarz ist, finde ich. Schiefer. Creme. R&R-Shorts schwarz, Burgund, Grün, Ocker, Blau und die Smokinghose für $70. Meine Fresse, ich denke unser Geld wird nicht wirklich ausreichen. So, Füße, die Mokassins, Sneaker, Wildleder. Stiefel. Stiefeletten. Italienischen Schuhe. Schnieke. Und damit haben wir noch $1000. Also schon $1800 irgendwie verbrannt jetzt. Und damit haben wir jetzt ...154 Klamotten. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Shop. Der nächste Laden ist dann genau hier, nämlich das Run Inn. Auch da holen wir jetzt mal alle Klamotten. Gut, das sieht zumindest schon mal nicht so edel aus. Ich hoffe mal, das Geld wird jetzt reichen. Baseball Cap, ja, das sind schon mal humane Preise, $6. In schwarz, weiß, geviertelt, ja. Weiß-Grün. Weiß-Blau. Fachmann-Cap. Ja, damit ist er jetzt ein richtiger Schlosser hier, unser Guter. Kann man ja einen ziemlichen Gangster aus Jimmy machen. Zeitungsjugendmütze. Klassische Rennmütze.
Gewerkschaftermütze. Holzfällerhut. Auch ganz cool. Cowboyhut. Und das waren schon wieder alle Hüte. Oberkörper haben wir das Fußballtrikot in Schneeweiß. Smaragd. Rugby-Trikot, also das ist ja eher ein Sportladen hier anscheinend. Passt ja überhaupt nicht zu der Uhr irgendwie. Hockey-Trikot, okay. Tiki-Hemd. Ach, oh, cool. Urlaubsfeeling. Hawaii-Hemd. Geil. Erinnert mich irgendwie aus Far Cry. Hier dieser Hauptcharakter aus Far Cry 1. Hat er nicht genau dasselbe gehabt? Langes T-Shirt, Lippen. Oh, cool. Hoodie in Schwarz. Grüne Bomberjacke. Jeansjacke sieht auch cool aus. Gut, das waren alle Oberteile. Linker Arm, klassische Uhr. Warte mal, da ziehen wir wieder mal was Langes an. Was Kurzes. Hawaii-Hemd, ja. Klassische Uhr 13. Schwarze Digitaluhr. Schwarze Sportuhr. Ein Blau. Billiguhr. Ja, gut. Die sieht aber jetzt eigentlich ganz cool aus. Rechter Arm, Glücksarmband, Armband schwarz, in braun, breites Armband schwarz und hier auch das braune. Dann haben wir noch die Beine, Tourenhose, ah, erinnert mich an CJ aus der Grove Street. Armeehose, Desert Cargo Hose. Ausgeleierte Jeans. Dreiviertelhose. Oh nee, komm, weg, weg. Ah, die gibt's sogar auch nochmal in braun. Oh, in schwarz auch. Alles weg. So, Strandshorts. Knackige Jeans. Und das waren alle Hosen. Und jetzt noch alle Schuhe. Modische Stiefel. Mhm. Oh, die glänzen sogar richtig. Billige Basketballstiefel, Arbeiterstiefel. Country-Schuhe. Und noch die Cowboy-Stiefel, ja, die dürfen natürlich nicht fehlen. Okay, und das waren auch alle Schuhe. So, jetzt nur nochmal schnell durchgucken, ob wir alles haben. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier müssten wir auch alles haben. Ja. Gut, dann haben wir aber nur noch 301 Dollar. Also ich denke, jetzt werde ich wohl farmen müssen, weil einladen haben wir noch vor uns. Zuerst nochmal ein kurzer Check, wie viele Klamotten wir jetzt haben. Jetzt haben wir 232 besorgte Kleidungsstücke. Na okay, da fehlen noch ein paar. Also bis gleich. So Leute, und hier bin ich wieder. Ich habe jetzt mal knapp über 1100 Dollar nochmal zusammengesammelt. Ja, ich hoffe mal, das reicht jetzt. Und der letzte Laden ist hier der Final Cut. Den findet ihr hier im New Coventry. Das ist zwar nicht direkt wie hier zum Beispiel als Kleidungsgeschäft markiert, aber da drin ist auch ein Kleidungsladen. Nämlich hier. Und da kaufen wir jetzt noch alles ein. Und zwar Cap Blau. Ja, Moment, dreh dich mal ein bisschen hier. Cap Blau, Cap Violett, Cap Rot Ocker, Weiß-Schwarz, Gelb-Schwarz, Schwarz-Rot, Armee-Cap, Buckethead, Armee-Wollmütze, Bandana, auch cool.
Natürlich wieder auch in verschiedenen Farben. Skate Beanie. Und das waren schon alle Hüte. Weiter geht's mit den Oberkörperteilen. T-Shirt weiß, blau, rot, gelb, grün. Ja, gibt's auch alles hier. Alter, die haben wirklich die komplette Farbpalette hier, oder? Unterhemd, boah, Muscle-Shirt. Gut, also das ist hier eher der Basic-Laden, so wie es aussieht. Metal-T-Shirt, yeah! Clown-T-Shirt, auch cool. Full Hammer. Punker-Hoodie. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Angst. Rock on, auch cool. Dass das Geld nicht reichen würde, gibt es ja noch Haufen zu kaufen irgendwie. Eistarnjacke. Cool. Waldtarnjacke. Schwarze Bomberjacke. Auch cool. Und die Lederjacke, ja, das ist klar. So, nochmal schnell gucken. Aber ich glaube, wir müssen auch hier alles gekauft haben. Ja. Weiter geht's dann mit dem Schmuck. Billige Digitaluhr. Ach, da gab's noch eine. Okay. Rechter Arm. Bandana rot. Ja. Nietenachselband. Och, mit Stacheln. Ja, da kann er andere Leute aufspießen, dann unser Jimmy. Also ihr seht, ihr braucht auf jeden Fall ja ganz schön Kohle. Ich würde mal schätzen, insgesamt vielleicht so 3000. Wenn wir jetzt hier noch gut durchkommen, aber wir haben jetzt noch 600. Das sollte auf jeden Fall reichen. Pistolenhose. Ah, das war's schon. Okay, ja. Und jetzt noch die Füße. Da gibt's zumindest noch eine schöne Schuhauswahl. Das gefällt mir. Schöne Skater-Schuhe vor allem. Motorradstiefel. Geheimnis freigeschaltet und wir haben den goldenen Anzug freigeschaltet. Weil wir ja natürlich jetzt alle Klamotten gekauft haben, also das ist auch nochmal der Beweis. Und dann schauen wir gleich mal, wie viele Kleidungsstücke wir jetzt haben. Wir haben 325 Stück, also 10 Kleidungsstücke fehlen uns noch. Gab das jetzt irgendeinen Prozentschub? Ja, 94% haben wir bis jetzt. Also es fehlt nicht mehr viel, Leute. Da sind auch zwei Hauptmissionen und noch die 50 kleinen Minimissionen. Und ich würde sagen, wir fahren gleich mal nochmal in unser Quartier. Und schauen doch mal, wie der goldene Anzug aussieht, den man bekommt, wenn man alle Kleidungsstücke gekauft hat. Also jetzt nochmal, wir haben jetzt 311 Dollar. Ich glaube mit 2500 bin ich gestartet, also ich würde euch schon empfehlen, so 3000 bis 3300 solltet ihr schon sammeln. Ich denke, das dürfte ganz gut reichen dann für alle Kleidungsstücke. So, dann schauen wir doch mal, wie der liebe Jimmy jetzt aussieht. Goldener Anzug. Und das ist Elvis. Ist das nicht geil? Sogar mit Brustbehaarung. Schauen wir uns nochmal genauer an.
Und das ist er, Jimmy. Total geiler Look, finde ich. Mega. Leute, falls euch der Part gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal einen Daumen da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Bully die Ehrenrunde. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und ciao, euer Bashix.